es geht wieder ultra hardcore weiter. Gefangen im Nether. Ich werde diese Dimension heute im Video nicht ein einziges Mal verlassen können. Außerdem kann ich kein einziges Mal einen Crafting Table benutzen. Außerdem sind wir in einer ultra hardcore Welt. Bedeutet keine natürliche Regeneration. Alle Monster machen mir unfassbar viel Schaden. Und es ist kein normaler Nether. Denn ich habe spaßenshalber Strukturen reingepackt für den Nether. Wie unter anderem das, also was ihr da schon gerade seht. Und glaubt mir, es gibt noch weitaus brutalere, größere Strukturen, die wir auch noch sehen können, die neu sind, von denen ich keine Ahnung habe, die hoffentlich, also ich hoffe, dass sie sich lohnen werden und stabilen Stuff für uns haben, denn wir haben das große Ziel, den Wither in dieser Ultra-Hardcore-Welt zu töten, ohne dabei zu sterben. Ist ganz schön viel, was ich mir vornehme und ich hoffe, euch gefällt das Ganze, denn das ist eine besondere Challenge, eine Challenge, bei der ich selber nicht so ganz weiß, worauf ich mich hier einlasse. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, ist ein einziger Klick, wird mich riesig unterstützen. Wir haben das große Ziel, 2024 die 2 Millionen Abonnenten eventuell zu knacken. Wäre cool, wenn ihr mich dabei unterstützen könntet. Ich muss mir erstmal was einfallen lassen. Momentaner Stand der Dinge ist warm. Wenn ich sogar zu sagen, sehr, sehr warm. Heiß. Ich muss mich auf jeden Fall darum kümmern, erstmal hier ein bisschen wegzukommen. Glücklicherweise, und das ist der große, große Vorteil im Vergleich zum End, in dem wir ja auch schon Ultra-Hardcore-Challenges gemacht haben, hier geht es weitaus schneller mit der Hand, die Blöcke hier abzubauen. Also zumindest Netherrack. Und sogar haben wir gleich unser allererstes Item, und zwar mit Glowstone. Denn ich darf kein Crafting-Table benutzen, aber der Crafting-Table hier ist, also hier haben wir nur unser normales Crafting-Menü im 2x2. Das dürfen wir natürlich schon benutzen. Und dadurch haben wir unsere allerersten Blöcke. Und ich sag euch ehrlich, ich lasse es mir direkt richtig gut gehen, denn irgendwas muss ich mir einfallen lassen, wenn ich hier gleich was starten möchte. Was hat er denn da für so einen kleinen Turm? Er macht da so ein bisschen auf Wachposten. Der große, große Vorteil, wenn wir das Ganze jetzt vergleichen mit dem End, ist hier im Nether, kommen wir so schnell an Holz ran. Es gibt Bäume, es gibt in diesen Strukturen auch nochmal Holz. Deswegen lässt sich so streiten, was ist jetzt am Ende schwieriger? Ich würde sagen, das, was wir uns hier vornehmen, ist auf jeden Fall auch sehr schwer, denn mit dem Holz kann ich halt, naja, nicht craften. Also ich kann halt Blöcke daraus machen, aber ich kann mir trotzdem keine Tools machen. Wir müssen uns halt auf eine ganz besondere Art und Weise um Sachen kümmern. Und zwar müssen wir primär, und das geht auf jeden Fall, wie wir halt schon wissen, durch Bastionen und Festungen sehr einfach, halt Stuff aus Kisten holen. Aber ich hoffe halt, dass die neuen Strukturen, die wir so teilweise sehen werden, dass sie halt auch stabilen Stuff für uns haben. Also, wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Challenge wirklich gefällt. Ich mag jetzt halt wirklich eingeschränkte Möglichkeiten, wenig Ressourcen und man muss sich vor allem was einfallen lassen. Denn wenn wir Herzen verlieren sollten, dann wird das halt echt kriminell. Es gibt keine natürliche Regeneration in Ultra Hardcore. Das heißt, einmal sind Herzen weg, dann müssen wir halt irgendwie Heiltränke, Goldäpfel, irgendwas müssen wir halt ranholen. Und das könnte eventuell ein bisschen schwierig werden. Jetzt sollten wir uns aber erstmal um die kleine Mission kümmern. Diesen, weiß ich nicht, wie man das nennen kann. Dieses kleine Piglin-Lager. Uns mal ein bisschen genauer anzugucken. Es wird natürlich schwer bewacht, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Also, ich meine, da war auch ein Piglin Brood. Und auf jeden Fall hatten wir am Wachposten auch einen Piglin mit einem Crossbow. Wie genau ich das hinbekommen möchte, weiß ich noch nicht so ganz, aber ich werde mir auf jeden Fall schon was einfallen lassen. Ich kann euch auch sagen, es gibt nicht nur neue Strukturen hier, es gibt hier auch die ein oder anderen stärkeren oder verstärkten Monster. Wie das Ganze genau aussieht, werden wir auch im Verlauf so sehen. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt eine Menge Strukturen. Es gibt ein paar Upgrades bei Monstern. Ich habe keine Ahnung, was für Mob-Drops wir teilweise bekommen können. Ich gehe hier halt auch ein bisschen ohne einen richtigen Plan, ohne eine große Ahnung hier rein. Ich habe mich hier nicht groß damit auseinandergesetzt vorher, damit wir am Ende alles hier gemeinsam erkunden können. Und ich sehe da unten halt wirklich einen Piglin Brood schon langlaufen. Piglin Brood. Und ich habe 6 Glowstone-Blöcke und baue Netherrack mit der Hand ab. Das ist schon wieder so ein Start in eine Challenge, in eine Welt, die ist durchwachsen. Es ist definitiv durchwachsen. Und ihn möchte ich eigentlich gar nicht hören. Ein Ghast. Sind schon in den Challenges so normal. Sehr, sehr anstrengend und auch stressfördernd. Aber hier hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig Lust. Noch bin ich aber sicher vor allen Monstern. Aber sobald ich hier meine Position verlasse, darf ich nicht vergessen, ich kann von jeder Seite angegriffen werden. Und ich kann auch nicht so schnell mir Goldsachen machen. Warum habt ihr überhaupt einen Campfire im Nether? Was ist das hier für ein Lager? Seid ihr so Pfadfinder-Piglins oder was? Und vor allem, ich bezweifle, dass euch in der Nacht kalt werden sollte hier. Zack. Alright. Also jetzt auf jeden Fall auch. Überall hier sind Festungen. Aber Festungen weiß ich nicht mal. Also da kann ich ja momentan noch nicht reingehen. Oh, er hat einen Crossbow. Er hat einen Crossbow. Und er hat mich direkt gesehen. Wie kriege ich das jetzt hin, dass du mich in Ruhe lässt? Okay, wir müssen woanders lang. Wir müssen uns in diesen Berg von hier oben rübergraben,
dann nach unten und dann können wir weitermachen. Aber hier momentan, jedes Herz, jedes halbe Herz ist unfassbar viel wert. Wir müssen unfassbar gut aufpassen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was für große Strukturen wir wirklich hier sehen werden. Das hier ist auf jeden Fall noch ein kleines, also wirklich ein kleines Exemplar von Struktur, denn ich bin ein Riesenfan von Strukturen. Und gerade bei denen, die wir jetzt hier so sehen werden, würde mich immer wieder interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ob ihr euch vorstellen könntet, dass es diese Strukturen vielleicht wirklich mal im richtigen Spiel geben sollte. Ich meine, im Nether hatten wir mit der 1.16 so oder so erstmal ein großes Update, deswegen bezweifle ich, dass jetzt hier groß neue Strukturen kommen werden. Aber ich meine, wir können ja trotzdem darüber philosophieren. Okay, erstmal so viel. Er hier in seinem Aussichtstower, er hat auf jeden Fall gar keinen, also er wird hier keinen Loot haben. Und ich check jetzt erst, das ist ein Gefängnis. Bro, warte mal. Ihr seht das, was ich auch sehe, oder? Ist das ein Wither-Skelett mit einer Elytra? Mit einer Elytra. Okay, ich sag so viel Spoiler. Ich würde sagen, das ist ein bisschen overpowered, so schnell im Nether an eine Elytra zu kommen. Wenn wir jetzt darüber reden, ob diese Struktur wirklich mal in Vanilla eingefügt wird. Aber für den jetzigen Fall interessiert es mich überhaupt nicht. Denn mit einer Elytra werden wir hier richtig gut zocken können. Raketen wird ein bisschen schwierig, weil Gunpowder, okay, ja, gibt es im Nether. Nur Papier wird halt schwer. Aber ich sag euch ehrlich, dafür, dass der da halt schon getrappt ist, super angenehm für uns. Weil dadurch haben wir relativ einfaches Arbeiten mit dem und können ihn easy killen. Hallo? Okay, sie checken nicht, dass ich hier bin. Boah, ich habe so Angst. Dieser eine Schuss, der kann so reindrücken. Hallo, Piglin Brute. Ja, ich sehe, dass du auf jeden Fall eine gewisse Gefahr ausdrückst mit deinem Crossbow. Ich will eigentlich, dass der Piglin Brute gerade mal hier in diese Richtung läuft und ich hier mal so langlaufen kann. Ich will jetzt nicht meine ersten Herzen verlieren. So, wir bauen das Ganze einmal hier so zu. Alright, Piglin Brute hat mich auf jeden Fall mal endlich gerochen. Du bist ein richtig guter Supporter für deinen König hier. Oder für deinen, also für deinen Anführer, würde ich mal sagen. Weil der kann momentan von mir relativ simpel einfach mal komplett ausgecrittet werden. Und ich glaube, damit übernehmen wir diese erste kleine Mini-Struktur und werden uns auf jeden Fall den absolut stabilen Stuff hier gönnen können, der basically aus Holz besteht. Und eurem Gefangenen. Er könnte rein theoretisch aber die Axt droppen. Mit 12,5%iger Wahrscheinlichkeit. Hat er aber nicht. Wir kümmern uns aber erstmal um den Bro, der, glaube ich, gar keine Ahnung hat, was abgeht. Sie haben ihn auf so einen Wachposten gestellt und er kann nicht mal selber die Tür aufmachen. Und wir bekommen unser erstes Rüstungsteil mit 0 Armor Bars. Ist okay, dann sollten wir auf jeden Fall jetzt erstmal keinen Fallschaden am besten bekommen. Aber da werden uns erstmal auf jeden Fall Piglins mit in Ruhe lassen. Aber du, was haben sie denn mit dir gemacht? Du hast dich von den beiden Amigos hast du dich einsperren lassen mit einer Elytra, Bro. Wo hast du die her? Hast du Minecraft durchgespielt oder was? Ich meine, wir haben das große Ziel, noch einen Wither heute zu töten. Wenn du jetzt halt einen Kopf direkt gibst, wäre krass. Warte mal, Moment mal. Nein, 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 nein. Was hast denn du da oben? Eine Brille? So eine Pilotenbrille? Also bei aller Liebe. Steht hier. Steht hier absolut. Und wow, er hat nicht die Elytra gedroppt. Dafür aber Kohle und Knochen. Hä, wie cool sah er denn aus? Ja, also es gibt auf jeden Fall auch ein paar minimale kleine Veränderungen, was die Monster hier angeht. Ja, aber das wäre auch ein bisschen zu krass, wenn er die droppen würde. Vielleicht gibt es eine ganz, ganz kleine Drop-Chance dafür. Aber er hat auf jeden Fall erstmal nicht gegönnt. Wir checken auf jeden Fall ab. Vielleicht gibt es hier so ein kleines Secret unter diesem Polished Blackstone Block. Nochmal eine Kiste. Aber generell sieht es mir ehrlich gesagt danach aus, als ob hier Feierabend ist und hier gibt es nichts zu holen. Leider. Stattdessen haben wir aber Holz, sogar in Stammvariation. Nehmen wir natürlich erstmal mit. Wir können uns daraus halt kein Crafting Table machen. Was wir machen können ist, naja, wir können uns halt Planks machen. Sind halt auf jeden Fall erstmal ganz gut Blöcke, die auch nicht verbrennen können. Kann man erstmal einiges mit anfangen. Ich würde generell sagen, wir sollten eh alle Blöcke, die wir hier erstmal sehen, anholen, alles abbauen, alles beschaffen, weil wir werden alles brauchen, was wir so bekommen können. Weil jetzt ist die Frage, wo geht man als nächstes hin? Suche ich mir halt wieder eine vermeintlich einfache Struktur oder gehe ich jetzt halt wirklich eine Festung zocken? Ich meine, die Kisten kennen wir aus der Festung. Da gibt es halt Dias und Eisen und Gold, so direkt Pferderüstungen, Sattel. Es gibt aber auch Goldrüstung und Goldschwerter direkt. Ja, aber es würde mir halt nicht so viel bringen. Also ja, okay, ich könnte Goldrüstung tragen, Goldschwert, aber am Ende werde ich von der Blaze getroffen und werde halt noch sterben. Deswegen so richtig sinnvoll. Trotzdem, erster großer Erfolg, kein Herz verloren. Wir haben vermeintlich
gleich so circa einen Stack Blöcke, mit dem wir auf jeden Fall schon mal sowas ein bisschen anfangen können. Wir können auch die, wir könnten rein theoretisch auch die Zäune noch abbauen. Weiß nicht, aber wie ich da so Bock drauf habe. Und das Lagerfeuer könnten wir auch mitnehmen. Ja, aber ich würde es eigentlich hier lassen. Wenn ich es abbaue, kriege ich halt, Holzkohle. Und ehrlich gesagt, wenn ich vielleicht irgendwann mal ein ungebratenes Essen haben sollte, ist das eher sinnvoll, das mal so mitzunehmen. Ja, schade, dass es hier aber keine Kiste gibt. Aber dieses kleine Nether Camp finde ich eigentlich ganz süß. Oh, und jetzt wird es auch kriminell, denn wir bekommen den ersten Hunger. Und anders als im Nether, wo wir uns halt immer wieder die Kokosfrüchte reinhauen konnten, gibt es halt so etwas nicht. Essen bekommen wir halt eventuell dort drüben her. Boah, aber ich weiß nicht, ob ich mich ganz in der Lage fühle, gerade einen Hoglin auseinanderzunehmen. Hi. Das ist auch nicht so Vanilla. Sieht ein bisschen aus, als ob er sich extra Partikel irgendwie gekauft hat, so Gomme HD-Lobby-mäßig. Aber solange ich ihn nicht angreife, sollte er mir auch nichts tun. Deswegen gehen wir einfach weiter. Und da drüben haben wir noch einen. Also ja, wir könnten sie auch angreifen und könnten uns... Oh nein. Sie könnten uns Rotten Flash droppen. Wäre zumindest irgendetwas zu essen. Aber ich habe keine Ahnung, ob es so schlau wäre, so einen Special Zombified Piglin hier anzugreifen, der halt die Todespartikel hat. Ich würde erstmal gucken, dass wir uns hier so ein bisschen entlang bauen und das Ganze noch ein bisschen weiter erkunden. Boah, so langsam schüchtert mich das Ganze ein, denn Hunger würde uns auch töten. Denn, also halt, wir spielen Ultra Hardcore. Es ist nicht so, dass wir da mit einem halben Herzen oder so überleben, sondern es ist dann halt ernst. Boah, ich realisiere aber trotzdem, dieser Goldhelm mit unserer Nuller Durability ist trotzdem unfassbar großer Segen. Denn die Jungs, die lassen mich jetzt einfach in Ruhe. Oh. Okay, das sieht doch nach etwas aus, mit dem wir arbeiten können. Glaube ich. Das sieht für mich nicht vertraut. Nein, das sieht für mich überhaupt nicht vertraut aus. Das sieht für mich aus nach einer Bastion. Aber warte mal. Das ist eine komplett neue Bastionsart. Bastionsartige Struktur. Mit ein paar Piglin Brutes. Yo, mit ein paar Piglin Brutes. Mit so einigen Piglin Brutes. Ja, ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meinte, als ich geredet habe, also als ich gesagt habe, es gibt kleinere, wie auch echt größere neue Strukturen. Aber ich habe hier ehrlich gesagt schon die Hoffnung. Also hier wird es doch wohl eine Kiste mal für uns geben. Also natürlich, wir können uns für die Piglin Brutes auch hochtauern und sie einfach schlagen. Aber dann gibt es halt wieder Piglins mit Crossbows. Ich muss ganz kurz einen Überblick bekommen. Was gibt's da oben? Nur Warzen, keine Kiste. Okay, wenn ich dich jetzt haue, kriegen das die anderen mit? Okay. Noch scheint das hier niemanden aktuell zu interessieren. Das wird aber unfassbar viel Essen fressen. Ich weiß nicht, ob es das lohnt. Also, ich weiß nicht, ob das sich so lohnt. Also, ich glaube, ihr seht so ein bisschen. Ich habe jetzt hier eine komplette Hungerleiste verballert, um am Ende halt einen Brute down zu bekommen. Das lohnt sich überhaupt nicht momentan. Also, die alle so auseinanderzunehmen, einzeln. Also, das ist noch nicht so wirklich erstrebenswert. Deswegen sollte ich, glaube ich, eine Kleinigkeit präparieren. Und ich glaube, genau das mache ich jetzt. Ich muss dazu ganz kurz zurück zu unserem Camp. Und wir werden uns vielleicht eine kleine Falle überlegen, die wir bauen können. Und dann werden wir hier wieder hin zurückgehen. Aber momentan ist das noch nicht so eine gute Idee. A rare mob captain has spawned nearby. Ist an der Stelle eigentlich eine Nachricht, die ich mit dem Stuff gerade noch nicht so sehen möchte. Aber damit haben wir, glaube ich, nochmal die Bestätigung bekommen, dass diese Monster mit den extra Partikeln mob captains sind. Ja, cool. Ich möchte auch einer sein. Also, wir werden im Verlauf heute bestimmt auch nochmal ein Mob-Captain sein. Also, hoffentlich. Aber, erstmal muss ich das hinbekommen, was zu essen zu finden und irgendwie Equipment. Irgendwas. Ja, wir können uns auf jeden Fall nochmal die paar Pilze hier mitnehmen. Nur leider wird eine Bowl ein bisschen schwieriger. Aber, Mann, oh mein Gott, wir haben so viele. Da drüben haben wir sogar noch braune Pilze. Es ist so perfekt eigentlich. Aber warum ich eigentlich hin zurückgegangen bin, ist der simple Grund, dass wir die Trapdoors brauchen. Craften können wir sie leider nicht. Dafür brauchen wir halt einen 3x2. Anders als bei Eisen-Trapdoors, da könnten wir es im Inventar craften, müssen wir die gefundenen hier auf jeden Fall benutzen. So, insgesamt haben wir jetzt 13 Crimson Trapdoors. Das super, super Gute an so einer Trapdoor ist, dass ein Monster in der Denkweise immer denken wird, dass das ein voller Block ist, auf den er laufen kann. Wenn aber die Trapdoor geöffnet ist, dann ist es kein vollwertiger Block mehr und er würde dazu führen, dass man hinunterfällt. Und diese Mechanik können wir halt super gut dafür ausnutzen, um zum Beispiel auch Piglin Brutes zu uns zu führen, zu uns zu locken und sie einzusperren.
dann müssen wir sie nicht schlagen. Und die Piglins, die zum Beispiel auch einen Crossbow haben mit einer Fernkampfwaffe, lassen uns in Ruhe. Soweit in der Theorie. Ob es in der Praxis gut funktionieren wird, jo, gar keine Ahnung. Es wird vielleicht komplett nach hinten losgehen. Hi, oh mein Gott, das ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Okay. Da ist das Letzte, was ich heute gebrauchen kann, töten wir ihn einfach mal. Bekommen unser Gunpowder. Das ist schon mal gut und ein kleiner Erfolg, ein weiteres kleines Item. Aber ja, es bringt nicht so viel. So, damit gehen wir zurück in unsere neue, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich sie nennen soll, in unsere neue bastionsartige Struktur, hallo Chef, und checken mal ab, was wir damit starten können. Ich hoffe, dass die, also erstmal hoffe ich, dass es überhaupt dort Kisten gibt, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die Kisten halt uns irgendwas geben können. Irgendetwas, womit wir ein bisschen was anfangen können. Dann lass uns mal mit unserem kleinen süßen Plan anfangen. Und zwar bauen wir uns jetzt ein kleines 3x3 Loch, in welches wir hoffentlich erfolgreich gleich unsere Broods locken werden. Dann bauen wir uns hier ein kleines Podest in der Mitte, auf dem uns hoffentlich nichts passieren kann. Haha. Dann muss ich nachher nur diesen Sprung schaffen und die Broods werde ich damit hinlocken. Hier werden überall Trapdoors sein. Sie werden also denken, ich kann doch da hinlaufen, um näher an Basti, meinem Gegner, zu sein. Aber in Wahrheit kommen sie da nicht näher. Das heißt, wir probieren das Ganze einmal und gehen einmal zu den Broods. Okay, danke. Es funktioniert. Hab kurz Angst gehabt, aber wir haben zum Beispiel Brute Nummer 1 jetzt damit getrappt. Am besten wäre es jetzt halt wirklich alle hier rauszubekommen. Oh mein Gott, ich sehe eine Kiste. Da drüben sehe ich auf jeden Fall eine Kiste. An die will ich auf jeden Fall rankommen. Vielleicht gibt es auf den Etagen auch immer wieder nochmal neue Sachen, neues Loot. Aber komm du erstmal mit. Kommt ihr beide mal mit. Alright, Nummer 2 getrappt. Alter! Ey, was geht in diesem Dungeon hier ab? Boah, ich glaube, der beste Play ist, dich wirklich in Ruhe hier runter zu graben. In der Hoffnung, dass wir natürlich jetzt nicht an Lava, also, dass wir wirklich nicht auf Lava treffen. Aber wir bauen uns jetzt hier so eine kleine Treppe. Und hoffen, dass wir halt von hier irgendwie was spotten können. Irgendwie Kisten sehen können. Und uns das Ganze halt irgendwie was bringt. Mal so ab und zu reinluschern. Ich brauche den Stuff. Es ist ganz cool, was wir uns da ausgedacht haben. Ey, mit den Piglin Brutes, die kriegen wir gut getrappt. Das funktioniert alles. Aber ich glaube, wir werden nicht auf lange Zeit so Früchte bekommen. Also Früchte tragen mit der Aktion. Denn ich habe nach 50 Minuten nicht einmal was gegessen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber Blazes sind jetzt eigentlich nicht die Monster, die ich hier hören möchte. Kiste, das ist, egal was da jetzt so ist, erstmal für mich das Wichtigste. Eine Kiste, vielleicht mit gebratenem Schweinefleisch, vielleicht mit irgendetwas Brauchbarem. Ich höre super, super viele Monster. Mir macht diese gesamte Struktur unfassbar viel Angst, weil ich sie nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was auf den Etagen ist, was hier abgeht. Und ich habe eher das Gefühl, ich sollte irgendwas Vertrautes spielen. Okay, das ist eine typische Bastionskiste. Feilenden Lodestone, Crying Obsidian. Wir haben unsere Ruhe auf der Etage. Ja, das könnte jetzt hier so meine Art Apartment werden. Nur bringt mir das nicht so viel. Pfeile sind auf jeden Fall unfassbar gut. Die werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen. Aber ich habe das Gefühl, unter uns wartet die Hölle. Also wirklich die Hölle. Ich save mich mal hiermit ab und baue das auf. Bauen wir das einmal auf und machen eine Trapdoor dorthin. Und dann sehen wir mal, was abgeht. Aber ich kann so aktuell an Essen kommen. Ich kann einen Hoglin töten. Und aktuell könnte ich es auch noch grillen auf meinem Lagerfeuer. Nur darf mich jetzt halt keine Blaze treffen. Boah, ey, mich macht diese Situation sehr, sehr nervös. Also hier mit Fire Resistance und richtigem Stuff, etwas anderer Schnack. Okay, da ist ein Spawner. Aber ich meine, dass ich ihn abbauen kann. Da ist ein Hoglin Spawner. Hoglin Spawner ist natürlich was ganz anderes. Okay, keine Chance. Wir werden dort nicht an Stuff rankommen. Es sind viel zu viele Monster. Aber wir wissen, dass ein Hoglin-Spawner in dieser Welt existiert. Das bedeutet, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr angenehme Wege, um Essen zu farmen. Vermutlich sogar eine Menge. Nur ich sollte wahrscheinlich erst später dorthin zurückgehen. Okay, Gold. Ja, so viel zu dem Thema. Oh mein Gott.
Der Helm ist kaputt und, nun ja. Die Frage, wie viel Damage ein Pygmy Brute macht, ist jetzt auch erstmal geklärt. Das sieht eigentlich nach einer eigentlich nicht wirklich möglichen spielbaren Situation aus. Eigentlich. Ja, vielleicht wären wir ohne Helm gestorben. Ich bin ja oftmals nicht sprachlos, aber das hier ist auf jeden Fall nochmal eine neue Ebene von Schwierigkeit. Wir brauchen halt Goldäpfel. Aber Leute, wie soll ich an Goldäpfel rankommen mit einem halben Herzen? Und wir reden ja nicht nur über Goldäpfel. Ich brauche sehr viele Goldäpfel, denn ich will ja auf jeden Fall auch wieder auf 10 Herzen kommen. Ja, und das ist halt das Ding. Da bist du einmal nicht vorsichtig oder willst ein bisschen erkunden. Auf einmal lauert dort ein Pygmy Brute mit seiner brutalen Goldachse auf dich und knallt dir das Ding so weg. Ja, vielleicht müssen wir trotzdem aber mit dieser Struktur arbeiten. Vielleicht muss ich mir einen Safe-Spot irgendwie bauen. Und wir müssen irgendwie hoffen, dass wir uns an die Seite dieser Struktur bauen können und dann was finden. Okay, was erwartet uns auf diesen Etagen jetzt? Eine Kiste. Eine unfassbar wichtige Kiste, Alter. Ich hoffe auf ein Goldrüstungsteil. Das hat so viel gebracht vorhin. Was? Ja, Bro, geil und cool. Dia-Schwerter, direkt 2 Netherite-Ingot und ein Upgrade-Template. Obvious krasser Stuff. Aber wir sind noch an einem ganz anderen Punkt, wo wir eigentlich über andere Sachen reden. Goldrüstung, irgendwie Healing, irgendwie ein Goldapfel. Das wird mir vollkommen ausreichen. Aber ja, krass. Bringt uns schon mal minimal etwas. Aber was gibt's da hinten noch zu holen? Ich muss so vorsichtig diese Struktur aktuell spielen. Doppelkiste. Oh mein Gott. Um 3 Kisten. Hier sind ultra viele. Aber kommen hier irgendwie Monster hin? Goldblock. Mit dem könnten wir mit Piglins traden. Interessant. Und Goldrüstung. Das ist schon mal, also voll in Ordnung. Also wir könnten rein theoretisch mit Piglins jetzt erstmal traden. Könnten uns Fire Resistance holen. Das bringt uns schon auf jeden Fall etwas. Aber eigentlich geht es mir jetzt erstmal darum, irgendwie healen. Irgendwie Healing holen. Halt weitere Etagen finden. Am besten ohne Monster. Es ist halt wirklich, also diese Struktur hat Potenzial. Wir kommen hier an Sachen ohne groß Aufwand. Ich brauche nur ein paar Blöcke, muss mich vorsichtig von der Seite da hoch, also langtauern und kriegen das halbwegs hin. Genauso wie hier. Aber es gibt halt leider nicht immer eine Kiste. Oh mein Gott, weitere Kiste. Weitere Kiste. Wichtig. Weitere Kiste. Vielleicht mit einem Goldapfel, dass wir zumindest 2,5 Herzen haben, dass wir wenigstens mal vielleicht aus Versehen mal Fallschaden mitnehmen könnten. Ich meine, dass die Kisten Potenzial haben. Ey, wir haben einfach Dia-Schwerter. Okay, unter mir ist auf jeden Fall irgendwas Monstermäßiges. Wir haben erstmal nochmal Warzen. Wir haben auch, by the way, 3 Lodestones. Wir können die Blöcke erstmal mitnehmen, auch sehr wichtig. Und die Kiste bitte gönnen. Ja, was soll ich euch sagen? Halt Rüstung. Okay, cool. Aber, Mann, ich brauche halt anderen Stuff. So, ich baue denen eine kleine Brücke, dass sie hier halt hochlaufen können. Aber irgendwie schaffen sie es nicht nach da oben. Alright, sehr gut. Super Winkel. Wir kriegen sie down. Und vielleicht kriegen wir eine Goldaxt. Okay, aber irgendwie höre ich hier noch sehr viel Grunzen. Ist denn unter uns noch ein weiterer Pygmy Brute? Ancient Debris haben wir. Mann, bei aller Liebe. Ja, Netherite-Rüstung wäre später super, super nice. Und es würde uns auf jeden Fall eine Menge Damage vielleicht ersparen. Und auf jeden Fall krass mit heftigem Equipment. Ja. Oh Mann, ich will eigentlich gerade nur noch ein bisschen simplere Sachen finden. Also so ein bisschen den entspannten Stuff. Ihr checkt. Und ihr seht unsere Hungerleiste. 4,5 Bars. Heißt, wenn wir nicht langsam was in der Kiste finden an Essen, also wir werden so oder so mit unserem halben Herzen bald sterben, aber wenn, wird es der Hunger eh bald erledigen. Okay, ich glaube, wir haben den Tower durch. Ich nehme an, dass das hier die letzte Etage war, aber ich glaube, wir kommen wahrscheinlich entspannt dort rüber zum anderen Tower und können uns nochmal dort hocharbeiten. Hoffentlich. Und wir haben übrigens auch eine Goldaxt bekommen vom Pygmy Brute. Praktisch. Kann man auf jeden Fall Holz mit schnell abbauen. Macht sogar genauso viel Damage, wie das hier spielt. Alright. Wir kommen hier auf jeden Fall erstmal rüber. Stormfight Piglins lassen mich erstmal in Ruhe. Die Etagen wiederholen sich. Den kennen wir bereits. Das ist die, wo wir einfach nur diese Golderze haben. Heißt, wir können auf die nächste Etage. Haben wir hier eine Kiste? Wir müssen von der Seite gucken. Joa. Ich weiß nicht, ich bin gerade dabei, mich den Tower hier hochzubauen. Einen Rare Mob Captain. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich lesen möchte. Aber wir haben auf jeden Fall einen weiteren hier am Start. Das hier ist der Raum, den wir vorhin mit den Netherwarzen, hier gab es eine Kiste. Ich glaube, hier hatten wir eine Kiste, die wir auf jeden Fall abchecken müssen. Also ja, es kann sein, dass die Rare Mob Kapitäne bessere Drops haben. Aber die Drops sind mir momentan so komplett egal, weil ich weiß nicht, ob ich mich mit irgendeinem anlegen soll. Boah, okay, weitere Blöcke, schon mal gut. Und auf der nächsten Etage werden wir vermeintlich
weitere Piglin Brutes begegnen. Aber das Gute ist an Piglin Brutes und aus der aktuellen Position, wir können sie ganz einfach von unten aus critten. Ich habe eigentlich gerade mit der aktuellen Technik, wie wir das Ganze hier spielen, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und glaube, wir kommen so zum Ziel. Also zum Ziel von hoffentlich mal stabilen Stuff. Okay, auf der Etage geht's ab. Piglin Brutes, wir müssen aufpassen. Also der Bro kann sich auch nicht so ganz entscheiden. Hallo. Alright, da hat sich sogar noch einer versteckt. Also, Bro, ich kriege richtig... ich habe hier Angst. Auf einmal kommt jetzt hier einer hoch bei mir. Es sieht aber clean aus. Ja, auch sehr cool, eine zweite, weitere Axt. Können wir die nochmal ein bisschen aufbessern. Aber es nützt halt aktuell nichts. Weil es einfach keine Kisten gerade gibt. Ich hoffe, wir kriegen nochmal so eine overpowerte Etage mit drei Kisten. Aber ich glaube, wir sind auf der Spitze des Towers. Und hatten hier nicht eine einzige. Wir sind bei 3,5 Hungerkeulen. Aber ich habe keine Ahnung, wo sie ist und wie ich das hinbekommen soll. Also, dass wir aus dem gesamten Tower jetzt hier auf dieser anderen Seite nicht ein einziges Item bekommen haben, also keine einzige Kiste, ist sehr, sehr hart. Also, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Probieren wir das Ganze noch einmal bei diesem Tower dort unten? Oder ziehen wir weiter zu einer Struktur, die wir vielleicht besser spielen können, die wir kennen? Eine Bastion zum Beispiel, wo wir auf jeden Fall einen Goldapfel herbekommen könnten. Okay, wir sind ja aber jetzt auch wieder an diesem Turm so nah. Ich meine, sehen wir vielleicht hier eine Kiste? Okay, Leute, ich muss euch ehrlich gestehen, ich höre jetzt auch ein Geräusch eines Monsters, das ich halt überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht gerne treffen möchte. Aber leider keine Kiste. Also wir haben auf jeden Fall über uns einen Blaze-Spawner. Aber auch einen Hoglin-Spawner. Okay, wir sollten jetzt relativ nah sein und eventuell den ein oder anderen Hoglin hoffentlich down bekommen. Es wäre so wichtig. Okay, da liegt gebratenes oder liegt ungebratenes rohes Schweinefleisch. Und ich brauche das so dringend, um nicht zu sterben. Es ist so krank, was ich hier mache. Für ein bisschen Fleisch. Kann ich es einsammeln? Ich hab's. Das ist erstmal halbwegs etwas. Wir machen direkt weiter mit den nächsten etwas kleineren Erfolgen. Und zwar, dass wir traden können. Unter anderem mit dem Bro. Und wir haben nämlich schon ein bisschen Gold. Das heißt, vielleicht kommen wir an Fire Resistance ran. Hoffen wir mal. Soul Sand. Also eigentlich gibt es kaum Items, die nicht gut sind in unserem aktuellen Szenario. Noch mehr Pfeile. Cool, aber ich brauche eigentlich was anderes. Eine Fire Resistance. Damit kann ich doch schon mal viel, viel mehr anfangen. Sehr, sehr, sehr gut. Zweite Fire Resistance. Gefällt mir. Wichtig. Damit haben wir zwei Fire Resistance und können uns erstmal halbwegs stabile Sachen damit machen. Muss ich direkt eine Fire Resistance jetzt trinken, um da wegzukommen? Ich glaube, Real Talk... Ja, damit kommen wir in unser vermeintliches Zuhause. Ja, also Real Talk, die Spawner sind ganz, ganz unangenehm. Die Blazes machen richtig Stress. Aber bloß gut, dass wir jetzt erstmal hier rauskommen. Alright, Mission Tower erst einmal beendet. Wir haben es geschafft, unser Equipment wirklich weiter zuzumüllen, was eigentlich nicht der Plan war. Wir haben es aber geschafft, noch ein bisschen Essen zu bekommen. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Lagerfeuer und werde diese drei ungebratenen Schweinekoteletts mal durchbrutzeln. Ah, wir waren jetzt an Tower 1 auch gerade und haben auf jeden Fall erstmal volle Hungerkeulen dadurch. Aber danach müssen wir uns jetzt um Healing kümmern. Wir müssen mehr Heal ranholen. Zwangsweise. Wir müssen irgendwie, und ich glaube, das ist der beste Weg, wir müssen halt irgendwie eine Bastion zocken. Eine Bastion, die ich kann. Eine Bastion, die ich hinbekomme. Einfach auf sicher so zu spielen, dass ich auf jeden Fall einen Goldapfel komme. So, hier sind wir wieder. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Vor 2 Stunden haben wir hier alles angefangen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das hier so stehen zu lassen. Denn dadurch bekommen wir das Fleisch halt direkt so. Und natürlich bringt das uns richtig gute Saturation. Sehr, sehr wichtig. Weniger Essensprobleme. Aber, großes Aber, wie geht's weiter? Wie machen wir weiter? Dahinter haben wir eine Festung. Da haben wir eine Festung. Was wir aber eigentlich brauchen, wird vermutlich eine Bastion sein. Grabe ich mich jetzt ins Ungewisse? Grabe ich mich jetzt hier durch die Wand und hoffe irgendwann auf eine Bastion zu stoßen? Ich sag's euch ehrlich, ich glaube ja. Ich glaube ja, eine andere Wahl haben. Also, was soll ich sonst machen? Eine Festung hat halt leider nicht den Stuff, den wir brauchen. Ich da jetzt so interessiert bin. Bro, Legendary Mob Captain has spawned nearby. Bitte lass mich aber einfach in Ruhe. Ich will einfach nur meine Herzen wieder haben. Ich buddel mich gerade in die Richtung. Irgendwo hin. Was das genau heißt, ich kann es euch auch nicht sagen. Ich kann es euch überhaupt nicht sagen, weil ich keinen Plan habe. Aber ich glaube, er würde dann dementsprechend krassen Stuff droppen. So, das grüne Monster da hinten war schon vorher. Vielleicht droppt er ja einen Goldapfel. So, ja, da vorne haben wir ein Bossmonster.
Ich sag mal, ehrliche Frage, das ist halt einfach nur ein Enderman. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich kann mich jetzt hier in die Wand bauen, ihn angucken und ich sollte doch eigentlich in der Lage sein, ihn dann zu töten. Oder meint ihr, ein Boss-Enderman hat auf einmal ganz andere, krasse Fähigkeiten? Denn rein theoretisch, soweit ich weiß, droppen diese Monster krassere Items. Du bist nur ein Enderman. Ein Enderman mit Partikeln. Mehr bist du nicht. Du kannst keine Special Skills. Also irgendwie irritieren mich seine Partikel. Und er hält auch ein bisschen mehr aus, würde ich sagen, mit meinem Dia-Schwert. Das macht eigentlich normalerweise ziemlich viel Schaden. Bro. Was? Knockback-Stick. Ein Knockback-2-Stick. Bro, spiele ich Bad Wars? Oder was mache ich? Ja, danke dir, Bro. Ein Enderman, der mir einen Knockback-Stick droppt. Was kommt als nächstes? Ein Villager, mit dem ich irgendwie Eisen und Gold eintraden kann? Oh mein Gott, alright. Ja, Bro. Wir rushen weiter. Ich sage aber so viel, wäre eigentlich cool, wenn ich auf jeden Fall Goldäpfel mir kaufen könnte, wie in Bad Wars, weil die könnte ich gebrauchen. Da drüben haben wir eine Festung. Okay, aber wir wissen jetzt ernsthaft, Bossmonster können uns halt wirklich gute... Also, er wird jetzt ja nicht immer jetzt das so droppen. Bevor ihr was sagt, das Holz kann nicht brennen. Deswegen kann man mit diesem Holz hier lang bauen. Also, die werden uns auf jeden Fall nicht alle immer nur Sticks droppen. Bossmonster? Feather Falling 5? Okay. Warum nicht? Also die Bossmonster scheinen sehr random zu sein. Ich hatte jetzt echt Angst. Stell dir mal vor, der hätte das jetzt getankt und hätte mir jetzt so unfassbar viele Hits noch geben können. Oh, ist ja nochmal gut gegangen. So, mal wieder eine Festung. Leider keine Bastion. Okay. Das sieht aber auch wieder nach unserer alten bekannten Struktur aus. Mit den Türmen. Da haben wir eine Festung. Ja, cool. Da werde ich aber kein Healing mehr bekommen. Bro, was ist mit ihm los? Was hast du in der Hand? Oh Gott. Ich glaube, Wither-Skelettköpfe nachher zu farmen, wird auch nochmal sehr interessant. Aber ich muss sagen, es sieht sehr, sehr stylisch aus. Okay, das Gute ist, an diesen Tower kommen wir von der Seite. Wir kommen da von der Seite ran. Hier sind keine Skelette momentan. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Mal sehen, ob wir da an der Kiste rankommen. So, zeig mal her. Am allerliebsten bitte jetzt keine Spawner. Ja, das Problem ist, es werden jetzt halt immer mehr spawnen. Wir müssen eigentlich unter die Erde hier, damit wir sicher sind. Kiste. Wir haben eine neue Kiste. Die müssen wir abchecken. Come on. Einen einzigen Goldapfel. Leider nicht. Und eine Curse of Binding Hose. Schwierig. Also ich würde schon lieber noch ein bisschen bessere Rüstung anziehen. Okay, da ist eine Blaze. Problematisch. Und hier sind überall Brutes. Wir sind hier ganz, ganz dolle. Wir müssen hier ganz dringend weg. Also diese Struktur mit den Piglin Brutes und den Blazes in Kombination ist wirklich eine Kombo aus Monstern, die so unangenehm sind. Und was haben wir da? Nein, eine Treasure-Bastion. Es wird immer besser. Es wird ja immer besser. Jetzt mit einem halben Herzen zocken. Wahrscheinlichkeit für Goldäpfel aber sehr, sehr hoch. Wir sollten aber erstmal den Upper Part gehen. Und den Upper Part zocke ich von der anderen Seite. Auf geht's. Fahren wir erstmal Holz. Wir brauchen Blöcke. Alright, wir haben jetzt 3 Stacks Blöcke. Damit kann ich auf jeden Fall den Upper Part zocken. Den Low Part, also den großen Gefängnisraum, den werden wir sehr wahrscheinlich dann mit auch nochmal ein paar mehr Blöcken spielen. Okay, aber hier können wir es uns eigentlich relativ einfach machen. Ich kann die Struktur halt wirklich in- und auswendig. Treasure Bastion. Wir gehen einfach an die Kisten von hinten ran. Das hier sollte eigentlich der Goldblock sein, der hinter der Kiste ist. Also hier auf dem Abteil, wenn wir jetzt hier lang gehen. Hier sollten wir gleich 2 einzelne Kisten haben und eine große Double Chest. Und in diesen Kisten, in dieser Double Chest, wie auch in den 2 einzelnen Chests, kann es auf jeden Fall Gold dafür geben. Wir hoffen einfach mal, dass wir unsere Herzen von einem halben Herzen einfach mal wieder erhöhen können. Und der untere Part wird halt unfassbar interessant für uns, weil wir dort wahrscheinlich auch Dia-Stuff herbekommen können. Und zwar hier. Oh mein Gott, das ist... Ich realisiere jetzt erst, was hier alles drin ist. Also, leider kein Healing, aber wir haben eine Spitzhacke, eine Dia-Spitzhacke. Wir haben Essen. Richtig gutes Essen. Wir haben Smite 2, wie auch ein Bane of Arthropods Eisenschwert. Ja, geht besser. Obsidian. Magma Cream vielleicht für später auch nochmal für Fire Resistance interessant. Gefällt mir. Also gefällt mir ernsthaft. Und eine Goldhose. Und mit einer Dia-Spitzhacke bekommen wir halt auch so viel schneller Blöcke, was uns auch nochmal einiges erleichtert.
Also allein dafür hat sich die Treasure Bastion jetzt schon mal gelohnt. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite, genau das gleiche Spiel. Hier gibt es zwei einzelne Single Chests. Ja, manchmal mit Healing, manchmal eben nicht. Kein Healing leider. Aber dafür ein Smite 5. Ja, Smite 5 zockt man gerne. Ja, das ist leider sehr, sehr ärgerlich, dass nicht ein einziger Goldapfel da drin war. Ja, damit sind wir gezwungen, den Down-Part zu spielen. Ja, und was wir jetzt halt machen werden, nachdem wir leider keinen Goldapfel dort bekommen haben, sind wir halt gezwungen zu hoffen, normaler Goldapfel kann da halt nicht sein. Was wir aber dort finden könnten, wäre halt ein OP-Goldapfel. Und das wäre... Also da würden mir die Tränen kommen, weil mit einem OP-Goldapfel sind wir wieder sowas von zurück im Game. Aber, Spoiler, es ist sehr unwahrscheinlich und sehr selten. Und dazu kommt auch nochmal, dass dort jetzt sehr viele Monster sein werden. Es aber genügend anderen Stuff auch dort gibt, der sich halt lohnt abzuchecken. Denn wir kriegen dort Easy-Dia-Rüstung, vermeintlich Netherite-Stuff. Mal sehen. Alright, Goldblöcke sind auch sehr, sehr wichtig. Die können wir auch direkt mitnehmen. Wir bauen uns hier gerade unfassbar sicher voran. Jetzt ganz wichtig, was haben wir in der Kiste? Eine Dia-Hose. Ja, es ist etwas. Goldblöcke ist auch gut. Aber es ist nicht das angesprochene Healing. Ich hau jetzt auch erstmal mit den Blöcken ab. Schade. Sehr, sehr schade. Wieder in einer wieder auch im unteren Teil kein Healing für uns. Und ich denke, der schlauste Weg, um vielleicht neue Sachen zu finden, wird sein, einfach weiter in eine Richtung zu graben und zu hoffen, dass wir dabei etwas Brauchbares finden werden. Mal hoffen. Oh. Was ist das? Das ist auch eine komplett neue Struktur. Oh, vielleicht gibt es da ein bisschen Healing? Das sieht interessant aus. Da haben wir so einen Übergang zu einer neuen weiteren Festung. Boah, wenn es da vielleicht Goldäpfel gibt, wäre krass. Aber ich habe halt leider auch keine Ahnung, was da für brutale Monster auf uns warten. So, Lil Bro, ich muss mit dir ein bisschen traden, weil ich brauche echt noch Fire Resistance. Alright, endlich eine Fire Resistance. Danke. Eine zweite Spare wäre auch nochmal ein Traum. Falls Minecraft da mir eventuell eine kleine Freude machen möchte, wäre das super. Also, keine zweite Fire Resistance. Also, dass die Piglins mich so im Stich lassen, finde ich krass. Jetzt ist halt natürlich die Frage, was geht da drüben ab? Was ist in diesen Fässern drin? Ich will sie unbedingt looten und habe halt keine Ahnung, inwiefern sie bewacht sind. Sollten dort Blazes sein, dann haben wir ein Problem. Blazes wären wir halt nicht da. Also Blazes ist unmöglich, ohne Fernkampfwaffe, ohne alles weitere. Sollten dort aber einfach nur Piglins oder so chillen oder am besten chillt da niemand, dann würde ich mir so gerne die Kisten dort gönnen. Ja gut, da sind Blazes. Also ich sehe bis jetzt noch keine Monster da drin. Vielleicht könnte eine uns unbekannte Struktur der Durchbruch sein. Also da sind halt wirklich intensiv, also da sind sehr interessante Wachposten. Aber die Skelette sind halt nicht überall. Ist da ein Skelett jetzt drauf, dort wo wir uns gerade hinbridgen? Alter, mit dem Banner auf, krass aber auch. Okay. Port of Magma. Another Port. Was haben wir hier drin? Bitte Goldäpfel. Oh! Okay, okay, okay. Bogen. Nen Bogen. Da quatsche ich aber gerne mit. Das ist geil, weil der bringt uns halt wirklich was. Also wir haben komplett neue Kisten. So Kistenloot gibt es noch nirgendwo im Nether. Das heißt, die Dinger lohnen sich und wir haben unfassbar viele Pfeile. Ich sollte auf jeden Fall die Blazes aber töten, die auf diesen Wachposten sind. Einfach nur meine Ruhe zu haben. Okay, Wither-Skelette warten da auch auf einen. Wir gehen mal näher ran. Und noch mehr Kisten, bitte. Noch 2 Minuten Fire Resistance. Hier sind viele Kisten. Ich habe das Gefühl, dass dieser Dungeon sehr, sehr gut ist. Let's go. Haben wir down? Wieder nur ein Upgrade-Template. Leider kein Goldapfel. Aber die Struktur sieht vermeintlich chillig aus. Wir kriegen einfach kein Healing. Nein! Instant Healing Trank! Oh mein Gott! Rein damit! 2,5 Herzen! Bro, diese Struktur rettet uns gerade so den Po. Oh mein Gott, es ist im Loot-Table. Im Loot-Table mit drin, dass wir einfach hier Heiltränke finden können. Wenn wir das weiter einfach vorsichtig ausspielen, könnte das eventuell zu was bringen. Also wirklich zu was Krassen noch führen. Mal gucken, mal sehen, was jetzt hier in diesem Hauptgang ist. Come on. Wie geht's hier weiter? Quarzkiste. Ja, irgendwie, also diese Kisten sehen nicht so verlockend aus. Boah, es ist so angenehm, jetzt nicht mehr auf einem halben Herzen zu sein und einfach nur zu wissen, es gibt halt Healing hier. Digga, was geht denn hier ab? Bro, hier sind irgendwelche Gefängnisse. Und auch Skelette. Mit X10? Bro, halbe Prison Break, ernst? Boah, zum Glück haben wir einen Bogen mittlerweile.
Hier ist irgendwie so eine Küche. Okay, Küche spricht für mich nach Essen und Trinken. Ein weiterer Heiltrank. Hoch mit den Herzen. 4,5. Oh mein Gott, das ist so wichtig. Leider nicht mehr Healing, aber zumindest etwas. Etwas, womit wir arbeiten können. Aber bis jetzt noch in keinem Barrel und in keiner Kiste irgendwie was Neues Brauchbares. Aber vielleicht hier? Oh mein Gott, dieser Dungeon lohnt sich sowas von. Ist das gut. An Leute, die gedacht haben, das kann doch nichts mehr werden. Ich glaube, ihr glaubt mir, dass ich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Hoffnung entwickle. Und zwar zu Recht. Oh, eine Chestplate. Wir sind full equipped. Jackpot. Ernsthaft Jackpot. Es sieht hier so aus, als ob es hier nach oben in einen normalen Festungspart geht. Brewing Stance! Oh mein Gott, Brewing Stance! Es gibt Brewing Stance hier! Es gibt natürlich generierte Brewing Stance! Wir können Regenerationstränke machen, Bro, wir haben alles. Also nicht jetzt alles dabei, uns für die Gas drehen, aber wir können hier im Dungeon Regenerationstränke machen. Wir müssen nur Wasserflaschen traden von Piglins. Oh mein Gott! Das ist so ein großer Erfolg. Wir nehmen uns natürlich den Brewing Stand mit. Haben wir auch eine Spitzhacke mittlerweile? Ich habe keine Ahnung, was da oben abgeht. Ich sollte aber eigentlich hier abhauen. Ich sollte einfach abhauen und mich jetzt ums Brauen kümmern. Wir haben das geschafft, was ich nicht für möglich gehalten habe. Wir haben alles bis auf Gas drehen, um Tränke zu machen. Und halt Wasserflaschen. Wasserflaschen müssen wir traden. Aber die kann man mit Piglins traden. Okay, hier ist nicht mehr viel zu holen. Und da drüben ist eine Treasure-Bastion. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wir müssen uns aber erstmal mit einem Piglin um Wassertränke kümmern. Wir werden auf jeden Fall in diese Bastion gehen. Denn noch besseres Equipment, rüstungstechnisch, ist zwingend notwendig. Ey, ich wusste nicht, dass es wirklich Braustände hier geben kann. Das gibt mir halt so viel Hoffnung, dass wir das hier wirklich schaffen können. Oh mein Gott, let's go. Eine Wasserflasche haben wir. Das ist richtig, richtig gut. Wir brauchen aber am besten noch ein paar mehr. Oh, sehr gut. Zweite Wasserflasche. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, wir brauchen dringend gleich einen Ghast. Wir müssen einen Ghast töten und der muss eine Träne gönnen. Und dann kriegen wir Regenerationstränke. Rein theoretisch kriegen wir Glittering Melons, glaube ich, auch. Also Glittering Melons sind nicht unmöglich zu bekommen. Und zwar über zum Beispiel Rune Portals, wie aber auch in den Kisten. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal wieder nach unten in die Treasure Bastion. Machen das Ganze wieder auf sehr sicher. Spielen mit vier Blöcken halt da reinbauen auf ganz, ganz vorsichtig. Hoffen natürlich auf weiteren guten Dia-Stuff. Eine Chestplate aus Diamond wäre sehr, sehr gut. Leider können wir mit unserem Netherite halt noch nichts weiter upgraden, was halt sehr, sehr schade ist. Weil wir dafür halt den Smithing-Table brauchen, der an sich ja auch super günstig ist. Der kostet 2 Eisen und 4 Holz. Aber wir können den halt nicht haben, weil wir keinen Crafting-Table haben. Und ich bezweifle, das bezweifle ich wiederum sehr, dass es den jetzt hier irgendwie gibt für uns. Aber vielleicht gibt es den in der Struktur. Ja, wir hatten halt Küchen, wir hatten so eine Braustube. Who knows? Vielleicht gibt es den ja auch noch zu holen. Also erstmal gibt es hier nochmal viel, viel, viel mehr Gold. Ich glaube, teilweise kann es sogar Gastränen hier im Loot-Table geben. Oh mein Gott, aber Doppelkiste ist natürlich Luxus. Bitte. Ja, Diaschur, Netherite Ingot, cool. Aber so eher halbmäßig das, was wir brauchen. Aber auf der anderen Seite, ja, Dia-Hose haben wir halt schon. Eisenblöcke, nochmal ein Upgrade-Template, ein unenchantetes Dia-Schwert. Weiß ich jetzt nicht. Aber die Goldblöcke sind eh wichtig. Die brauchen wir, falls wir, nicht nur falls. Gold werden wir immer unfassbar viel brauchen, weil wir halt immer wieder nur über Piglins unsere Wasserflaschen bekommen werden. Okay, wir sind hier erstmal wieder fertig und gehen nach oben. So, wir sind wieder beim Upper Part einer Treasure Bastion, wo wir eben auch die Kisten haben. Wir haben, ja, weitere Upgrade Templates, Pfeile, eine Spare Spitzhacke. Sehr, sehr gut. Ja, das ist schon echt sehr, 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 sehr gut, Leute. Alles gut, das waren 2 Herzen. Wir haben Feather Falling 5. Mein Herz macht das nicht mit. Okay, zur Beruhigung. Wir haben wieder 2 Single-Chests, die wir abchecken müssen. Ja, leider kein Goldapfel. Wichtige nächste Mission, Gasträne. Mit einer Gasträne, solltet ihr alle wissen, kann man sich Regenerationstränke machen. Dazu müssen wir vermeintlich in ein Source and Valley. Also was wir brauchen ist, wie gesagt, ein Ghast. Einfach ein Ghast, der jetzt hier irgendwann mal spawnt, den ich dann mit meinem Bogen, den ich ja glücklicherweise jetzt auch habe, auseinandernehme, Bro. Und dann haben wir, haltet euch fest, Regenerationstränke. Und zwar 3 Stück auf Stufe 2. Wie viele Herzen macht der dann überhaupt? Der macht ultra viel. Oh, Ghast? Wo bist du? Oh mein Gott.
Bitte drop eine Gasträne. Wäre wichtig. Das sah für mich eher nur nach Gunpowder aus. Und Mr. Ghast hat keine Träne. Okay, come on, jetzt. Ja, leider ein halbes Herz verloren. Aber eventuell haben wir gleich sehr viele Herzen wieder. Oh, wer bist denn du? Es war nur ein bisschen doof, dass er über einen Lavasee schwimmt. Alright, vielleicht diesmal eine Ghast-Träne. Let's go! Wir haben eine Ghast-Träne, Leute. Checkt ihr das, was das jetzt einfach bedeutet? Wir können uns Healing-Tränke, ganz genau, halt Regenerationstränke brauen. Das machen wir jetzt mit so viel Freude. Wir haben endlich wieder volle Herzen. Oh mein Gott! Let's go! Nie aufgegeben in dieser Challenge. Nie aufgegeben. Wir waren mit einem halben Herzen nach einer Stunde am Boden. Wir waren wirklich richtig am Boden. Und jetzt sind wir sowas von wieder zurück. Wirklich so lange durchgehalten. Es haben mir so viele Leute gesagt, wieso ich noch an diesem Run so festhalte. Aber ich habe es gespürt und gefühlt, dass der Run sehr gut ist. Regeneration so. Jetzt mit Glowstone nochmal verstärken auf Regeneration 2. Und ihr seht selber, was wir jetzt haben. Regeneration 2 Potions. Und wir schlürfen. Sind momentan bei 4 Herzen. Und die Herzen kommen endlich wieder zurück. Und wir heilen halt, also wir gehen damit halt easy for life. Und da muss man einfach sagen, wirklich gut gespielt. Ultra Hardcore, gar kein Problem. Nehmen wir aber erstmal wieder mit. Und ich glaube, die aktuelle Mission sollte vielleicht sein, nochmal hier die oberste Etage zu looten. Ich weiß es nicht, ob sich das halt lohnt. Ich weiß nicht, ob wir dort halt nochmal extra besonderen Stuff bekommen können. Let's check. Und da oben haben wir noch weitere Pötte. Und ein Wither-Skelett. Mit einer... Nee. Mit einer Netherite Chestplate. Bro. Und einem... Digga, das ist ein Joke. Der hat ein Totem? Bro hat ein Totem. Also, ich würde ganz gerne beides haben. Okay. Das Totem hat irgendwie nicht getriggert. Kann das sein? Jetzt aber wirklich nur einen Knochen gedroppt. So gut, dass wir auch so viel Fire Resistance jetzt haben. Alter, was hätte ich getan jetzt für so eine Netherite Chestplate? Aber leider ist die nicht drin. Wow. Okay, checken wir mal ab, ob wir vielleicht nochmal was Besonderes hier rausbekommen können. Ein oder anderen Heiltrank. Ja, leider nicht. Okay, schade. Ich hätte irgendwie gehofft, dass er gerne, also dass der vielleicht nochmal was gönnt. Okay, dann ist der Dungeon soweit gecleared. Okay, wir haben jetzt halt eine normale Festung dort. Unsere eigentliche Mission ist ja auch immer noch 3 Wither-Skelettköpfe zu farmen. Wobei man auch dazu sagen muss, würde ich schon ganz gerne mal ein bisschen... Ja, wobei, unser Stuff ist schon stabil. Wir gehen mal in die Festung rein. Das allererste Mal, dass wir heute eine betreten. Wie gesagt, mal gucken, wie viele Wither-Skelette wir jetzt erstmal hier killen können. Also, der eigentliche Plan besteht ja auch darin, einen The Wither zu töten. In Ultra-Hardcore. Im Nether gefangen. Unfassbar krass. Aber wir müssen dafür erstmal hier einiges hinbekommen. Alright, wir hätten auf jeden Fall auch nochmal die Tower. Da könnten wir halt auch ein bisschen was starten. Und da hinten haben wir nochmal so ein Camp. Aber eigentlich ist das hier eine super Festung, um eigentlich auch Wither-Skelette zu farmen. Im Souls and Valley. Bro, wie sehen die Wither-Skelette hier aus? Was hat der auf? Okay, aber wie gesagt, davon brauchen wir halt ziemlich viele. Wir brauchen 3 Wither-Skelettköpfe. Ich überlege ein bisschen, ob wir vielleicht da rüber gehen sollten und vorher alle Piglins, alle Brutes einfach einmal weg Bow-Spam und dann nochmal den Dungeon komplett durcheinander, also auseinandernehmen. Okay, also, Bro, schon wieder hier eher mit Netherite und Krone und einem Totem. Er poppt wirklich das Totem. Ja, weil wir sind hier wirklich in einem Source and Valley, deswegen spawnen hier, glaube ich, echt viele gerade. Oh, wie cool sind denn die Texturen gemacht? Also, wie unterschiedlich. Also, wenn wir jetzt gleich hier einen Kopf bekommen sollten, würde es mich nicht wundern. Okay, aber der Spot ist unfassbar gut. Wir können uns hier wirklich gerade um unsere Wither-Skelette kümmern. So halbwegs ohne Probleme. Nur ohne Looting ein bisschen schwierig. Digga. Er hat einfach Speed. Du musst einfach aufpassen. Manche Wither-Skelette knallen dir auf einmal sowas entgegen. Und wir haben unseren ersten Kopf. Bro, ist das jetzt ein Kopf oder... Oder was? Was ist das? Kann ich den jetzt benutzen für einen Wither oder halt nicht? Also wenn ich 3 von derselben Art brauche, dann haben wir Probleme. Bro, die haben teilweise einfach Speed.
Mal gucken, wir werden es herausfinden, aber wenn wir so weitermachen, momentan verlieren wir kaum Herzen. Denke aber ehrlich, für den Wither-Kampf werden wir auf jeden Fall noch unsere oberen Rüstungsteile austauschen müssen. Mir fällt das hier jetzt erst auf. Was ist denn da los? Ich bin die ganze Zeit hier fleißig am Farmen, aber da drüben haben wir ja nochmal eine komplett andere Struktur. Hä, wie cool sieht das aber aus? Also, Skelette, vor denen müssen wir aufpassen, aber hier ist halt auch echt gut. Hier spawnen einfach anscheinend sehr viele Wither-Skelette. Und wir haben auf jeden Fall neue Kisten. Weitere Kisten. Der Stuff ist jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Okay, aber fürs Essen top. Für Essen sehr, sehr gut. Oh, ich sehe es ja jetzt erst. Was ist das hier? Also ist das jetzt auch ein Kopf? Burned Wither Skeleton Skull. Ist das jetzt unser zweiter Kopf? Können wir mit diesen drei Köpfen das Ding bauen? Also durch die Struktur können wir erstmal festhalten, wir haben unfassbar viel Fleisch bekommen, was richtig gut ist. Haben leider auch ein paar Herzen verloren und haben nochmal gesehen, wie viel Herzen wir halt verlieren allein gegen ein einzelnes Skelett. Alright, da sind unsere Bros wieder. Also keine Ahnung, ich weiß nicht so ganz, ob diese Köpfe als Wither Skelett Köpfe zählen. Ein bisschen verwirrend, aber wir werden es spätestens, wenn wir dann versuchen, einen Wither damit zu beschwören, es herausfinden. Nein, da steht Minecraft Player Head. Ja, ist eine Mod. Ihr habt recht. Oh mein Gott, ja. Die ID ist Player Head. Es ist kein Wither Skeleton Skull. Wir haben noch keinen. Vielleicht sollten wir wirklich noch weiter nach Bastionen zocken. Also gerade eine Treasure suchen, gerade für Rüstung, weil wir es eh noch brauchen. Ja, ich glaube, das ist die Mission. Ich werde nicht dort in diese Struktur gehen, weil in dieser Struktur haben wir meistens kein so geiles Loot. Aber ich würde auf die klassischen Bastionen gehen. Eine weitere Treasure oder whatever. Das wären so Sachen, auf die ich jetzt zurückgreifen würde. Deswegen machen wir uns erstmal wieder weiter auf die Reise und verlassen diese Bastion. Diese Festung ist bei 1000 und 2000. Hier können wir aber trotzdem später, glaube ich, schon sehr, sehr gut looten oder farmen. Ja, jetzt haben wir halt hier diesen Dungeon, den ich jetzt nicht so Bock habe. Aber viele Goldblöcke. Da können wir auf jeden Fall mal richtig gut traden. Ich habe voll vergessen, stimmt. Hier gibt es ja richtig viel Gold. Alter, wie viel Herzen. Gut, so viel dazu. Ist unser Trank auch erstmal weg. Gönnen wir uns mal die Goldblöcke. Oh mein Gott! Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Schwert für das, was wir vorhaben. Bro, was ist das hier für ein krasser Raum? Alright, Looting 3 Schwert. Also ab und zu gibt es hier solche Gotteskisten. Ja, ab und zu gibt es da wohl ein paar Gotteskisten. Ich habe die einmal nicht gesehen. Einmal habe ich mal nicht doppelt und dreifach gecheckt und das ging dann halt leider ein bisschen zu schnell. Wir waren halt schon oben und das waren die Brutes. Das waren die Brutes, die kamen von hier und haben mich halt hier hochtauern gesehen. Das war generell halt super offen.